Herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit Ruhr. Schön, dass Sie dabei sind. So langsam nimmt die Unsicherheit zu in Bochum. Schon wieder sind zwei Autos abgebrannt worden. Erst letzte Woche standen in nur einer Nacht 5 Wagen in Flammen. Die 2 brennenden Autos von gestern Nacht, die waren zusammen mit einem brennenden Papiercontainer auf dem Castroper Hellweg entdeckt worden. Wenn Sie einen Kurztrip planen, dann denken Sie doch bestimmt an einen schönen Ort, tolle Natur oder besonders beeindruckende Sehenswürdigkeiten. Eine Touristengruppe aus Bayern, die hat sich aber was ganz anderes vorgenommen. Sie wollen nämlich dahin fahren, wo sonst angeblich keiner hin will. Zum Beispiel nach Herne oder Wanne-Eickel. Frechheit, oder? Was die Bayern bei uns im Ruhrgebiet erlebt haben und ob wir sie vielleicht doch von der Schönheit unseres Reviers überzeugen könnten, wir haben sie begleitet. Ja, kein Wunder, ist ja auch schön bei uns hier. Und noch was Schönes steht bevor. Die Lit Ruhr, die startet heute. Knapp 80 Veranstaltungen soll es während des 5-tägigen Literaturfestivals geben. Viele hochkarätige Künstler treten auf. Donna Leon und Nick Hornby. Unter anderem Senta Berger und Iris Berben, die lesen vor. Letztere sogar heute Abend. Da steigt nämlich die große Eröffnungsgala. Und Jeanette Kuhn, die hat kurz vorher mal vorbeigeschaut. Danke, Jeanette. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und jetzt die Kompaktnachrichten. Zollfahnder haben in Essen 2 Wohnungen durchsucht und dabei 370 Kilogramm geschmuggelten Wasserpfeifentabak, 50 Stangen Zigaretten sowie 4.000 Euro Bargeld sichergestellt. In den durchsuchten Wohnungen leben 2 Männer. Sie werden verdächtigt, Steuern unterschlagen zu haben. In Bochum sucht die Polizei weiter nach den Ursachen für die tödlichen Unfälle, bei denen seit Sonntag 2 Männer von Schienenfahrzeugen erfasst worden waren. Die morgige Sperrung der Autobahn 40 in Richtung Dortmund zwischen Mülheim-Heißen und Essen-Zentrum ist abgesagt worden. Eigentlich sollte dort ab morgen die Fahrbahn erneuert werden. Der Flüsterasphalt ist porös und soll deshalb ersetzt werden. Das wird jetzt aber verschoben. Der Grund ist das Wetter. Bei Regen und Windböen können die Asphaltarbeiten laut Landesbetrieb Straßenbau NRW nicht stattfinden. An den Universitäten des Reviers startet heute das Wintersemester. Die Hochschule Bochum hat ihre neuen Studenten begrüßt. Das waren die Nachrichten. Vor 2 Wochen wurde die VHS in Mülheim quasi über Nacht geschlossen, wegen Brandschutzmängeln. Seitdem fallen wichtige Kurse aus und Teilnehmer, darunter auch viele Flüchtlinge, sind verunsichert, wie es jetzt weitergeht. Vor allem, weil die Baumängel schon seit 2012 bekannt waren, das zeigen Unterlagen. Wir haben mit den Betroffenen gesprochen und die Stadt um eine Stellungnahme gebeten. Ja, der Stadtrat muss nämlich erst beschließen, ob dafür genügend Gelder übrig sind. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. In knapp 3 Wochen sind wieder Schulferien und einige von Ihnen haben bestimmt schon einen Urlaub samt Mietwagen gebucht. Dabei ist die Mietwagenbuchen immer so ein Thema, mit dem es ständig Probleme gibt. In unserer Folge Lokalzeit bitte kommen erzählen wir den Fall von Familie Assultan aus Bochum. Die hatten nämlich ein angebliches Schnäppchen gemacht und staunten dann nicht schlecht, als sie nach dem Urlaub die Rechnung fanden. Die waren nämlich so hoch wie die Kosten für ihren gesamten Urlaub. Ja, trotzdem ärgerlich. Wir sprechen jetzt mit Gabriele. Kennen solche Situationen auch? Mietwagenprobleme gibt es ständig. Worauf muss ich achten, wenn ich vor Ort bin? Können Sie uns da vielleicht so eine kleine Checkliste mit auf den Weg geben? Fordern, dass ich die Bedingungen auf Deutsch bekomme? Okay, wir haben es in dem Film jetzt auch gesehen. Oftmals muss ich für Zusatzleistungen zahlen. Was ist denn in so einem All-Inclusive-Paket mit drin? Für welche Zusatzleistungen muss ich zahlen? Mir in dem Fall dann angeboten wird, dann doch eine höhere Klasse zu bekommen, zwar für den gleichen Preis, muss ich da immer vorsichtig sein? Vorsicht. Okay, also auf jeden Fall immer vorsichtig sein, das habe ich verstanden. Danke, Frau Schön, für den Besuch. Ja, gleich haben wir noch Bilder von einem ganz besonderen Tag der offenen Tür für Sie. Jetzt aber erstmal die Tipps und Termine. Klein, orange, braune Öhrchen und verdammt clever. Die Maus, die hat Generationen von Menschen, mich eingeschlossen, geprägt. Was passiert mit dem Müll oder wie kommt das Salz aus dem Meer? Die Maus, die hat es auf jeden Fall herausgefunden. Gestern fanden beim Türöffnertag etliche Veranstaltungen für Kinder statt. Viele davon auch bei uns im Revier und wir waren dabei. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Ja, das war Relokalzeit Ruhe zur Wochenmitte. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Wir melden uns dann morgen um 19:30 Uhr wieder. Freue mich, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Schönen Abend noch. Tschüss.